Klingeling, der Mittwochswecker läutet hier auf meinem kleinen Kanal und ich bin wie immer der Callcenter-Crasher. Die erste Firma war mal wieder zu dumm, ihre eigene Webseite zu nennen. Später, als letztes, kommt dann noch ein Anruf, den mir Kollege Ziggy überlassen hat, da ich ja so schlechte Zähne habe. Danke, Ziggy. Das angebotene Produkt der Ergo mag ja durchaus gut und legal sein. Die Art des Anrufs war es jedenfalls nicht. Wie immer kommt nun das Intro und dann geht's los. Viel Spaß! Jo, moin. Hallo, moin. Herr Bergmann? Jo. Schön am Apparat zu haben. Jürgen Schmidt ist mein Name. Ich rufe von Luna Invest an, da wo Sie das Anmeldung gerade getätigt haben. Ist das richtig? Nee, ist nicht richtig. Ich habe gerade keine Anmeldung getätigt. Okay, also es ist eine Krypto-Plattform. Ja? Ja, also Sie mag ja sein. Hein Bergmann, oder? Ja, aber ich habe keine Anmeldung gemacht. Okay, weil ich habe hier Ihre Daten, zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Nummer, Ihre Name. Ja, das heißt, Sie haben Interesse bei uns gezeigt. Aber nicht gerade eben. Ach so, nicht eben. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben gerade Ihre Anmeldung gemacht. Stimmt ja nicht. Okay, aber Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ich weiß ja nicht wo. Das ist Luno Invest heute. Wie heißt das? Luno Invest. Können Sie mir das mal buchstabieren? Sie reden ein wenig undeutlich. L-U-N-O. O oder U? U. U wie Ulrich. Genau. Ja? Weiter? Luno, also... Buchstabieren bitte. Sie sprechen sehr undeutlich. L. U. Ja. N, Nordpol. Ja. O, Otto. Ja. Invest. I. N. V. Ja. Und weiter? E. E wie Emily. S, Siegfried. T, Theodor. Ja. Genau. Und weiter? Das ist alles. Das ist ja keine Webseite. Herr Bergmann, also. Ich möchte gerne Ihre Webseite wissen. www.lunoinvest. Was? Schauen Sie, Herr Können Bergmann, Sie bitte erstmal Ihre Webseite nennen? Nee, fertig. Ich hab bis jetzt fünfmal gesagt, ja. Nee, nein, haben Sie nicht. Interesse Welche haben? Domain-Endung haben Sie denn? de.com, das haben Sie nicht gesagt. .com. Ach so, jetzt geht's auf einmal. Haben Sie fünfmal gesagt, haben Sie gar nicht einmal gesagt. Okay. Also Ludwig, okay. Ludwig, Ulrich, Nordpol, Otto, Ida, ja. Nordpol, Viktor, Emil, Siegfried, Theodor.com. Die Seite wird nicht gefunden. Hast du die Seite gefunden? Warum duzen Sie mich? Oh mein Gott. Junge, also wollen Sie... Brauchen Sie meine Hilfe oder nicht? Nein, brauche ich nicht. Ich habe deine Seite gar nicht gefunden. Luno Invest gibt es gar nicht. Oh. Hast du falsch buchstabiert? Hallo? Hallo, schon guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Bergmann? Ja, wer ist da bitte? Okay. Also ich bin Emma Berger am Apparat. Ich habe Ihnen angerufen, weil Sie haben eine Anmeldung beim Luna Investment Website gemacht für Investieren beim Bitcoin. Luna Investment? Ja. Wann war das? Also, Sie haben diese Anmeldung gemacht am 24.08.2024.
24.8. Ja, ich schreibe mir sowas immer auf, wo ich eine Anmeldung mache. Ich rufe dann einfach mal, können Sie Ihre Webseite einfach mal buchstabieren, dann schaue ich da noch mal rein. Luna, sagen Sie? Ja, investluna.org. Investluna.org? Ja, genau. Investluna.org wird nicht angezeigt, die gibt es nicht, die Seite. Mit O am Ende, also Luno, nicht Luna. Ach, Luno. Ja. Okay, versuchen wir es nochmal. Sie pusten aber ganz schön in Ihrem Telefon rein. Das ist, nochmal bitte? Sie pusten immer sehr in Ihr Telefon hinein. Das ist sehr laut bei mir. Ich verstehe. Können Sie mich besser hören? Ja, wenn Sie nicht pusten, dann klappt es besser. Haben Sie das verstanden? Haben Sie unsere Website genommen? Wann darf ich Ihnen fragen? Bitte? Haben Sie unsere Website genommen? Genommen? Gefunden, meinen Sie? Genommen und gefunden. Genommen und gefunden. Wie soll ich Ihre Webseite nehmen? Wie soll ich die nehmen? Sie haben notiert. Haben Sie notiert? Ja, richtig. Gefunden habe ich sie. Im Internet, richtig. Okay, perfekt. Sie sprechen... Sie können nochmal das an Meldung machen und Sie werden nochmal einen Anruf bekommen, okay? Wieso? Wieso? Sie rufen doch jetzt gerade an. Ja, möchten Sie das Investition anfangen? Ja, dann erzählen Sie mir doch erstmal, was Sie anbieten überhaupt. Das haben Sie ja noch gar nicht gemacht. Wie Sie gesehen haben, Sie haben Interesse gezeigt für Investieren bei Produkten wie Bitcoin, Kryptowährungen. Bei diesem Investition, Sie investieren für Profite haben. Also wenn Sie möchten, direkt jetzt in diesem Moment investieren, wir können anfangen mit der Investition. Ja gut, aber mit was kann ich allem handeln? Also nur Krypto? Soweit ich gelesen habe, geht es auch um andere Dinge, ne? Ja, Sie haben die ganzen Produkte, wo Sie investieren können. Sie haben bei unserem Website, Sie können lesen, Sie können gehen auch beim investing.com Website und Sie können... Ja, das ist ja nicht Ihre Webseite. Das ist unsere Website. Investing.com ist nicht Ihre Webseite. Weil die kenne ich schon länger. Website. Ich kann Ihnen schon sagen, also ich sage Ihnen jetzt, das ist unsere Website, wo Sie können jedes Produkt von uns sehen. Also, und das Investition, Sie können beim jetzt Luna hallo, machen. Hallo. Investing.com ist Ihre Webseite, richtig? Das haben Sie gesagt. Hallo? Hallo? Hallo. Ja, schon guten Tag. Spreche ich mit Herrn Bergemann? Ja, ist richtig. Wer ist da bitte? Na, okay. Also, Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Ich bin Emma Berger am Apparat. Wir rufen Sie an von Luno Investment Firma. Sie haben eine Anmeldung gemacht für eine Investition und einzutun. Sind Sie momentan interessiert für diese Investition zu anfangen? Ja, schon, wenn Sie mir ein bisschen mehr erzählen, ja. Okay, also haben Sie schon eine Erfahrung gemacht? Also haben Sie eine Erfahrung bei dieser Investition? Bei dieser Investition habe ich keine Erfahrung. Ich kenne Sie, Ihre Webseite ja gar nicht. Na, okay. Also ich meine, wenn Sie schon mal investiert online haben beim Bitcoin, wissen Sie, wie funktioniert diese Investition? Bitcoin habe ich noch nicht investiert. Na, okay. Also bei dieser Investition, Sie investieren bei verschiedenen Produkten für eine kleine Prozent Interesse für haben, wo Sie können Gewinn machen bei dieser Investition. Bitte was? Sortieren Sie Ihre Worte mal. Ich habe Sie leider nicht verstanden. Na okay. Also nochmal, ich erkläre Sie. Also Sie investieren bei dieser Investition für Gewinne zu tun. Natürlich, deswegen investiert man im Allgemeinen, um Gewinne zu machen. Das ist normal. Okay. Also dieses Minimum von das Betrag, was Sie investieren bei uns, ist 250 Euro. Von das also Betrag? Das heißt ja, im Eigentlichen heißt es dem Betrag.
Okay, also Sie haben das verstanden. Minimum von diesem Betrag bei uns ist 220 Euro. Sind Sie interessiert, für das Link bei uns zu Ja, haben? Wo erstmal Sie möchte können das ich. Anmeldung machen? Ja, natürlich, aber erstmal sollten Sie ein bisschen was über Ihre Firma erzählen. Da haben Sie ja noch gar nichts gesagt. Okay, also ich werde Ihnen einen Link von unserem Website schicken durch Ihre E-Mail. Also können Sie bitte uns konfirmieren, Ihre E-Mail, wann Ich wir soll das Sie richtige E-Mail konfirmieren? benutzen? Ja. Was heißt konfirmieren? Hallo, sind Sie noch da? Jo, moin. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit dem Herrn Torben Haramczyk? Sind Sie das? Ja, das bin ich. Mit dir spreche ich. Ja, freut mich sehr. Mein Name ist Manfred Neund. Ich bin Account Manager bei der Handelsfirma. Manfred, wie war der Nachname? Neu. Manfred Neu. Ah Neu wie ja. alt. Okay. Sie haben sich gerade bei uns angemeldet und meine Aufgabe ist Ihnen weiterzuhelfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, der Trading zu starten. So wäre das in Ordnung? Ja, ich hatte mich bei einigen Plattformen angemeldet. Welches jetzt war jetzt genau Ihre? SNB Capital Limited. Muss ich mal gucken. Sie haben eine Webseite, ne? Ja, genau. Also SNB, also Siegfried, Nordpol, Bertha und weiter. Genau, Capital Limited oder Kapi einfach SNB Limited. Ja, das sind ja unterschiedliche Webseiten. Also, welche Webseite haben Sie denn jetzt? SNB-capital.net. Capital.net. Capital.net, ja. Englischerweise durch C. Ja, okay. Gut, sehr schön. Gut, dann erzählen Sie mal, was Sie anbieten. Wir sind internationale Finanzberatung und wir helfen unseren Kunden, zusätzliches Geld online zu verdienen. Wir stellen zur Verfügung unsere Handelsplattform, wo Sie gemeldet haben, also direkten Zugang zu dem Finanzmarkt, vollautomatisierte Handelsprogramme, künstliche Intelligenz und auch die fachliche Hilfe von unseren Finanzexperten. Es ging davon, welche Erfahrung haben Sie? Haben Sie schon Erfahrung bei der Ja, habe ich Handel, bei der schon. Börse? Haben Sie. Das ist super. Deswegen wissen Sie, was es geht. Ja, und nachdem Sie Ihr Handelskonto aktivieren, kontaktieren Sie Ihre persönliche Finanzanalytiker, machen Sie sich bekannt. Das wird immer Ihr Ansprechpartner sein bei allen Fragen. Können Sie alle Dinge besprechen? Er zeigt Ihnen die Plattform, alle Finanzinstrumente, die Sie nutzen können und so weiter. Darf ich mal was fragen? Ja, bitte. Machen Sie das den ersten Tag, weil dieses dauernde machen Sie das den ersten Tag? Nein, Ja. nicht den ersten Tag. Und warum nutzen Sie dann immer dieses Weiß ich nicht. So spreche ich einfach. Ach, Sie sind ein Experte? Nein, ich bin nur Account Manager. Ich helfe unseren Kunden nur, Handelskonto zu aktivieren. Und dann machen sie sich bekannt mit dem Experten. Ja, gut, okay. Also, was bieten Sie jetzt genau an? Was kann ich bei Ihrer Plattform verdienen? Es hängt davon ab, ob Sie automatische Programme nutzen oder Sie zusammen mit den Finanzexperten was machen. Normalerweise bieten wir von 20 bis 30% monatlich von der Summe der Investitionen. Gut, okay. Automatisches, welches automatische Programm nutzen Sie? Immediate Edge. Das ist ja Immediate Edge ist ja kein Programm. Das ist Software, ja, das ist KI. Also es gibt aber doch Ach keine Quatsch. funktionierende KI, die selbstständig tradet. Die gibt es ja nicht. Ja, genau. Sie haben
selbstständig kann, der Roboter nicht reden. Also, Sie erstellen die Handelspositionen und erstellen diese alle, wie gesagt, Stop-Loss, Take-Profit und so weiter. Ja, das kann ja jeder, das kann ja jeder Metatrader schon. Hallo? Ja, hallo. Ich sagte, dass... Ich bin kein Experte, kein Finanzexperte. Ich trade nicht, deswegen kann ich das nicht genau erklären. Das werden Sie mit dem Finanzexperten... Ja, das habe ich gemerkt, dass Sie nichts genau erklären können. Die Frage ist jetzt, können Sie mich mit einem Finanzexperten verbinden, der mir das erklären kann, was Sie nicht erklären können? Ja, dann werde ich diese Information weiterleiten zu unseren Finanzexperten und dann kontaktiert er Sie. Haben Sie vielleicht eine Handynummer? Sie rufen hier jetzt auf dem Festnetztelefon an. Und meine Handynummer ist ja privat. Genau. Die nutze ich nicht für Geschäfte. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, aber jetzt kommen wir doch mal weiter. Mal angenommen, hallo, mal zuhören, nicht immer reden. Also, man kann irgendwie 20-30% bei Ihnen gewinnen. Mal angenommen, ich würde bei Ihnen einsteigen wollen. Mit was genau kann ich dann Geld verdienen? Mit was wird gehandelt? Das wählen Sie selbst mit dem Finanzexperten. Ach, Sie können mir gar nichts sagen. Sie haben Zugang zu allen Positionen. Sie können mit Erdöl, mit Gas, mit Aktien, mit kann ich bei Ihrer Plattform mit seltenen Erden handeln? Speziell daran bin ich interessiert. Kobold und seltene Erden. Das kann ich nicht sagen. Bin kein Trader. Aber Sie sind dann offensichtlich auch kein Support, richtig? Wie bitte? Sie sind dann offensichtlich auch kein Support, weil Sie können ja keinen Support leisten. Sie haben ja auf keine Frage antworten können. Ich bin Account Manager. Meine Aufgabe ist, zu helfen. Sie können aber doch gar nicht helfen, weil Sie auf keine Frage antworten. Weil Sie stehen Fragen, finanzielle Fragen. Ich habe allgemeine Fragen gestellt. Sie sagten, Ihre Webseite SMB Capital, ist das eine erfahrene Webseite? Wie lange sind Sie schon mit dieser Webseite am Markt? Acht Jahre sind wir auf dem Markt. Und Sie persönlich arbeiten schon Sie arbeiten jetzt schon seit mehr als 8 Jahren mit dieser Webseite, ist das richtig? Nein, ich arbeite hier nur 2 Wochen. Oh, ach, deswegen haben Sie keine Ahnung von dem, was Sie da reden. Okay. Ich bekomme noch Schulungen. Ja, die brauchen Sie auch dringend. Sie können nicht eine Frage beantworten. Weil die Frage, die Sie beantwortet haben, ist ja schon falsch. Das Einzige, Sie haben gesagt, 8 Jahre und so weiter. Ich sehe aus Ihrem Quelltext auf Ihrer Webseite, dass diese Webseite gar 82 Tage alt ist. Sie sind offensichtlich ein Lügner. Gut, wo sind Sie denn, wo ist denn der Hauptsitz Ihrer Firma? In den Arabischen Emiraten. Wo bitte? In der Arsch der Welt. Ah, ein Betrüger, ich merk's. Nun kommt der angekündigte Anruf eines Versicherungsmaklers der angeblichen Direct Line. Ich möchte nochmal klar betonen, dass ich nicht das angebotene Produkt der Ergo bewerte, denn das mag ja durchaus gut und legal sein. Was ich aber verurteile, ist die Art und Weise, auf die ich angeblich meine Einwilligung zu einem Werbeanruf gegeben haben soll. So eine universelle Sammelfreigabe kann nicht in den AGB eines Gewinnspiels versteckt und erteilt worden sein. Und nun viel Spaß mit meinen schlechten Zähnen. Was haben Sie da genau? Oh, irgendwas mit Kronenersatz und sowas in die Richtung.
Achso, Sie haben schon eine Krone, meinen Sie, oder wie kann ich das? Habe ich nicht, nee, ich habe so eine Versicherung mit Krone und so. Also, die ist okay, auch bei der Ergo, glaube ich. Sie sind von der Ergo? Oder? Richtig, was zahlen Sie denn da? Bei uns im Hause? Ich glaube, ich zahle sowas wie 30, um die 35 Euro im Monat. Ich schau mal kurz. Also, Sie sind ja, ich schau mal kurz eine, damit ich da was Falsches sage. So. Das heißt, also, wenn, dann würden Sie 30,20 Euro zahlen, wenn Sie den bei uns schon haben. Mhm, okay. Kommt das hin? Sind Sie denn gerade heim, Herr Schabelbacke? Ja, Sie sind von der Ergo? Wir sind von der Direct Line und sind Versicherungsvermittler der Ergo. Ah, also was ist das Direct Line genau? Von der Ergo. Ja? Wir sind halt Versicherungsvermittler, ne, der Ergo. Wir arbeiten da mit der Ergo zusammen und dürfen die Kunden natürlich, die dann Interesse an einer Zahnzusatzversicherung haben, zur Ergo vermitteln. Ne? Und da haben wir auch die Konditionen, die Tarife, die die Ergo anbietet, auch im Internet oder bei der Zentrale direkt, die haben wir auch dieselbe Kondition. Ne? Genau. Das ist mal Ihren Unterlagen schauen. Mein Schwager hat das gemacht. Der hat sich für eine Zusatzversicherung interessiert. Deswegen hat er sich letztes Mal mein Tablet gesetzt und hat da irgendwas gemacht. Mhm. Ich weiß nicht genau. Warten Sie mal, ich rufe ihn mal. Ich rufe ihn mal, weil bei seinem Gebiss, er braucht das dringend, definitiv. Okay. Ja, gut. Er hat so ein Gebiss, also ein Pferdegebiss ist nichts dagegen. So, Moment mal, ich rufe ihn mal. Hol mal. Detlef? Ja? Ja, komm mal, Telefon. Du hast doch irgendwas mit der Ergo gemacht, ne? Oder Versicherung, ja. Zahnzusatz oder so. Ja, der Herr ruft gerade an. Der macht das mal hier, dass man dein Gebiss wieder gerade kriegst hier. Okay. Hallo. Hallo? Hören Sie mich? Ja, ja, grüße Sie. Den Herrn Detlef Schwabelback habe ich im Apparat. Ja, richtig. Ja, wunderbar. Dennis Schulz ist mein Name von der Direct Line Versicherungsvermittler der Ergo. Herr Schwabelback, wir melden uns ja zwecks Ihrer Online-Recherche für die Zahnzusatzversicherung. Wollten Ihnen das Ganze ja mal vorstellen. Ne? Sie sind da gesetzlich versichert, so wie ich? Bitte, ich weiß nicht, wie Sie versichert sind. Woher soll ich das wissen? Also ich bin auch gesetzlich versichert. Deswegen meinte ich ja, sind Sie da gesetzlich versichert, so wie ich? Natürlich. Okay, klasse, prima, wunderbar. der Herr war dann Ihr Bruder oder ein Freund? Oder? Worum geht es jetzt genau? Geht es um meine familiären Verhältnisse oder um meine Zähne? Nee, es geht um Ihre Zähne, genau. Na gut. Die Zahnzusatzversicherung. Ja, genau. Genau. So, was bieten Sie jetzt genau an? Genau, also erstmal wäre eine Frage, Sie haben ja schon, hatte der Kollege ja gesagt, eine Prothese. Ist das dann eine Teilprothese oder eine Vollprothese? Das ist komplett. Eine Vollprothese, ja? Richtig. Gut, und Sie wollen dann später da auch mal was Vernünftiges haben, wie zum Beispiel Implantate oder sagen Sie eine festsitzende Prothese oder was haben Sie sich da so? Das kommt auf das Angebot an. Gerne. Wann sind Sie denn geboren, damit ich da einmal das berechnen kann? Ich habe hier 6.7.81 stehen. Ist das auch Ihr Geburtsdatum? Ja, ist richtig. Wunderbar. Dann wäre nochmal meine Frage, befinden Sie sich denn gerade aktuell in einer laufenden Zahnbehandlung? Nee, aktuell nicht mehr. Okay, dann wurden Ihnen auch bereits keine Zahnersatzmaßnahmen wie Kronbrück oder Implantate angeraten, ja? Nee. Nein. Dann würde ich Ihnen ja hier einmal unseren Zahnersatztarif vorstellen. Das ist der DS-75-Tarif. Da haben wir nämlich folgende Leistung. Da haben Sie immer 100% der Regelversorgung. Das heißt, für Kron, Brücken, Prothesen oder Stiftzähnen haben Sie für die Zukunft keinerlei Zuzahlung mehr. Des Weiteren übernehmen wir ganze 75% für den hochwertigen Zahnersatz. Ich sage immer gern für all das, was die Krankenkasse nicht zahlt, wie zum Beispiel Implantate, Keramikkronenbrücken und Inlays und Onlays. Ja. Des Weiteren haben Sie da nochmal die Schmerzausschaltung mit inbegriffen, wie die Vollnarkose, Akupunktur, Sedierung, Hypnose. Weitere Leistungen sind auch Schienen mit dabei, medizinisch notwendige wie Niers, Verblendung und der Knochenaufbau. Auch immer ganz wichtig, wenn man dann später Implantate haben will, muss der Knochen natürlich damit aufgebaut werden, dass dann die Implantate auch mit rein können. Ne? Das wäre erstmal so komplett zum Tarif. Der Zahnersatz hat natürlich immer eine Aufbauzeit von 4 Jahren. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nee. Dann erkläre ich Ihnen das mal. Also Sie haben in den ersten 4 Versicherungsjahren 2.000 Euro zur Verfügung, sprich im ersten Jahr 500 Euro, im zweiten Jahr 500 Euro und im dritten und vierten Jahr auch.
Das, was Sie natürlich nicht verbrauchen, geht nicht flöten, sondern das nehmen Sie mit rüber in die Folgejahre. Und nach der Aufbauzeit haben Sie dann keinerlei Leistungsbegrenzung, egal wie viele Zähne Sie sich machen lassen, egal wie hoch die Rechnung ist. Ja, als Beispiel, Sie wollen sich 5 Implantate oder komplett Implantate einsetzen, Ober-Unterkiefer, Rechnung beträgt 35.000 als Beispiel, ja, dann würden wir allein von den 35.000 Euro schon 26.250 Euro übernehmen, ja, und man müsste von den ganzen 35.000 Euro nur 8.750 selber zahlen, in Anführungsstrichen, ja, als Beispiel. Genau, monatlich würde das für Sie 20,30 Euro kosten, ja, im Monat, kriegen sogar allerdings für das erste halbe Jahr 50% Preisnachlass bei der Ergo, da zahlen Sie dann lediglich 10,15 Euro und nach dem halben Jahr ab dem siebten Monat zahlen Sie dann halt die 20,30 Euro. Ich finde, das ist immer noch tragbar, weil wenn man sich das mal ausrechnet, 20,30 Euro, ja, auf einem Jahr hochgerechnet, sind Sie bei 243, was Sie pro Jahr einzahlen, kriegen aber ja von uns 500 Euro schon zur Verfügung. Das ist jedes Jahr über 250 Euro, die Sie mehr haben, ne, als wie Sie einzahlen. Also es ist eine Versicherung, die absolut Sinn macht und wo der Kunde wirklich weniger einzahlt und mehr davon raus hat, wenn er sie natürlich auch nutzt. Ne? Vom Beitrag her, erstmal wäre das so tragbar und wie klingt das Angebot denn so für Sie? Ist das ein überzeugtes Angebot? Sage ich. Ich bin jetzt erstmal interessiert, Sie sagten Direct Line, Sie sind richtig. Ein Versicherungsmakler. Richtig. Ja, haben Sie eine Webseite? Ja. Ja, die da wäre? Das ist Direct Line. Also Direct Line, ja, Webseite, also www. und weiter? Ja, directline.de. Directline.de. Ja. Schauen wir doch mal. .de. So, also directline.de wird mir so gar nicht angezeigt. Also, ein Augenblick. Wie schreibt sich direkt? Also ganz mal direkt. Dora, Ida, Richard, Emil, Cäsar, Theodor. Und dann Line. Auch direkt. Genau, Ludwig, Ida, Nordpol, Emil. Genau. Gut, okay. So, also wisst ihr, was sich da öffnet? Was denn? Der Marktmonitor öffnet sich. Der Marktmonitor? Es gibt keine Webseite. Diese Domain ist registriert und protected beim Marktmonitor. Sie haben also gar keine Webseite. Natürlich. Nee, eben nicht. Ich habe es ja aufgerufen. Directline.de. Habe ich gerade aufgerufen. Machen Sie es mal selber, wenn Sie Internet haben. Aber ich verstehe jetzt gerade nicht den Sinn dahinter. Ich meine, ja, weil ich möchte gerne wissen, mit wem ich dann eventuell einen Vertrag abschließe. Aber wenn Sie gar keine Webseite haben und sagen, Sie hätten eine Webseite, geben Sie doch mal directline.de ein in Ihrem Browser. Also, das ist ja, Sie haben ja dann später den Vertrag, ja. Sie müssen nicht stottern. Ich möchte gerne wissen. Nicht, um Gottes Willen. Doch, haben Sie gerade. Geben Sie doch jetzt einfach mal Ihre Webseite directline.de ein im Browser. Und was sehen Sie? Wie bitte? Ach, Sie hören auch noch schlecht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Ja, ja. Dann geben Sie doch mal Ihre Webseite direct.line.augenblick. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ja, ich lasse Sie ausreden. Sehr schön. Dann geben Sie doch mal Ihre Webseite directline.de in den Browser ein und klicken Sie auf Enter. Was sehen Sie dann? Da steht Marktor oder so. Genau. Ja, eben, richtig. Das ist richtig. Keine Webseite. Sie haben keine Webseite. Wollen Sie die Zahnversicherung abschließen möchten, dann machen Sie das entweder bei uns oder online. Wo haben Sie denn diese Rufnummer verifiziert? Die Rufnummer haben Sie, das war am 18.02.24, hatte man das im Internet bei einer Umfrage mit angegeben. Da war eine Frage, wie viel würde man für eine Zahnzusatzversicherung monatlich richtig, aber das berechtigt da Sie ja noch Euro nicht. Angegeben. Das berechtigt Sie ja noch nicht mal, einfach anzurufen. Dazu brauchen Sie ein Opt-in. Wann habe ich Ihnen das Opt-in erteilt? Das Opt-in hatten Sie uns erteilt, ja, indem Sie da die
die AGB bestätigt haben. Die AGB, das hat nichts miteinander zu tun. Die AGB die AGBs haben nicht mit dem Opt-in zu tun. Wissen Sie, was ein Opt-in ist? Erklärt mir mal ein Opt-in. Richtig, das haben Sie online bei dem Gewinnspiel gemacht? Nein, das geht ja nicht. Das wäre eine Sammelfreigabe und Sammelfreigaben sind gar nicht erlaubt. Ihnen persönlich, Sie rufen mich an, Ihnen persönlich muss ich ein Opt-in erteilt haben. Wann habe ich das gemacht? Das haben Sie der Firma erteilt. Nein, Ihnen persönlich. Sie rufen mich gerade an. Welcher Firma habe ich das denn erteilt? Ihrer Firma Directline sicherlich nicht. Darf ich einmal kurz aussprechen? Ja, natürlich. Sie haben Online-Gewinnspiel mitgemacht beim Camper-Gewinnspiel. Da war die Frage, wie viel würden Sie für eine Zahnzusatzversicherung monatlich ausgeben würden? Und da war auch mit dabei, welche Firmen Sie kontaktieren dürfen und welche nicht, sonst würden wir Sie ja nicht anrufen. Ihre E-Mail-Adresse schwabbelbacke45@web.de, die ist auch richtig? Ja, richtig, aber darum geht es ja gar nicht. Sie haben gesagt, das können wir auch per E-Mail zusenden. Also, das ist ich habe Sie jetzt ausreden lassen und jetzt lassen Sie mich bitte ausreden. Gerne. Oder wollen Sie das nicht? Doch, gerne. Gut. Also, ein Gewinnspiel und eine AGB von einem Gewinnspiel berechtigt ja niemanden, mich anzurufen. Dazu muss es ein Opt-in geben. Das heißt, eine Werbeerlaubnis, eine Anruferlaubnis. Und das habe ich Ihnen nicht erteilt und sowas kann man auch nicht in einer AGB verstecken. Das ist Sie haben keine Ahnung. Sie sind offensichtlich ein ganz mieser Abzocker. Nein, also Sie haben kein Opt-in. Ich kann mal so sagen, Herr Schwabelbacke. Sie können die ganze Menge reden, aber Sie verstehen nichts, richtig. Sie können reden. Sie wollen ihr Produkt von der Ergo verkaufen. Sie arbeiten ja nicht für die Ergo. Sie sind schlicht und ergreifend ein Versicherungstandler. Sie leben von den Provisionen. Ja, genau, das ist richtig, genau. Nein, nicht der Ergo. Sie sind auch von anderen. Sie sind mir andere Versicherungen auch. Also wir sind nur Versicherungsvermittler von der Ergo. Nur, ja, und haben keine Webseite. Merken Sie selber, wie logisch das ist, ne? Richtig, ja. Also wenn Sie das Opt-in haben möchten, dann das müssen Sie mir geben, weil Sie haben mich angerufen. Richtig. Gut, dann geben Sie mir das. Ich warte. Nicht anfordern. Nee, das müssen Sie mir sagen. Sie persönlich, Sie haben mich angerufen. Sagen Sie mir, wann habe ich Ihnen das Opt-in erteilt? Nicht weiter. Ich würde vorschlagen. Ah ja, geben Sie schon auf, miese Abzocker. Machen Sie das einmal im Internet online. Deiner miese Abzocker. Sie rufen Sie nicht mehr an. Deiner miese Abzocker, der du bist. Betrüger, Abzocker. Abzocker, ich lach dich aus. Ja? Reingefallen, du hörst dich auf YouTube hören. Ist es nicht traurig, dass es immer noch Firmen gibt, die durch illegale Werbeanrufe ihre Provisionen als Versicherungshandler generieren? Falls ihr auch solche Anrufe bekommt, kann ich nur raten, diese Firmen bei der Bundesnetzagentur zu melden. So eine Meldung geht auch online. Es wurden im Wiederholungsfalle schon Strafen im sechsstelligen Bereich ausgesprochen. Das war's für heute. Ihr hört mich am Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin bleibt neugierig und lasst euch bitte nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crasher.